Ja, willkommen zurück, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge hier aus Minecraft. Wir sind hier stehen geblieben, haben die letzte Scherbe gefunden für die Quest für Robert, um das Land hier zu retten. Ja, damit die bösen Kultisten nicht an diese Herzen rankommen, müssen wir das letzte auch noch zu Robert bringen. Wir haben gleichzeitig hier das Netherportal gefunden, wo wir später irgendwann einmal drauf eingehen werden, aber nicht heute. So, wir werden hier erstmal wieder rausgehen und siehe da, ich habe mich, wow, hier ist schon das Willkommenskomitee. Ich muss sagen, ich habe mich jetzt nicht darauf vorbereitet, dass hier so viele Monster sind. Was ich sagen wollte, es ist mittlerweile schon wieder Tag. Ich habe dort drinnen noch ein kleines Weilchen verbracht und ja, habe es Tag werden lassen und dachte, macht gleich die nächste Folge in Anschluss und ja, wir können direkt wieder einmal so gesehen, sage ich mal, in Speedrunde, sage ich jetzt mal. Wir kennen ja den Weg schon quasi. Wir wollen ja dorthin, wo wir hergekommen sind. Und zwar zurück nach Robert. Zu ihm wollen wir hin und diese gute Scherbe hinbringen. Und das heißt, wir müssen hier total im Speeddurchgang hier durch. Das ist die beste Möglichkeit. Und ja, das denke ich mal, machen wir jetzt mal hier schnell. Das ist auch ganz okay so. Und am besten hier jetzt nicht querfeld ein oder sowas. Ich bleibe dann schon doch fair und bleibe hier auf dem Teppich, wollte ich fast sagen, auf dem Weg. Denn sonst verlaufe ich mich hier vielleicht doch noch und das muss ja nicht sein. So wird es auf jeden Fall der schnellste Weg sein. Aber ich habe da gerade noch eine Idee, denn hier ist die Abzweigung. Wir werden uns direkt nach Feuerfort porten. Dann kommen wir hinten bei dem Wegeschrein raus, wo es auch zum Halloween-Event ging. Und da können wir das so am schnellsten machen. So, zack. Okay, das speichern wollte ich jetzt eigentlich nicht. Genau. Flups, und schon sind wir da. Dann werde ich hier nochmal den Port aktivieren, den Speicherpunkt meine ich. So, jetzt sind wir hier wieder vor der guten Schmiede. Wir müssen zu Robert. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, wenn meine Gefühle mich nicht verlassen haben, müssen wir hier durch und dann kommen wir zu Roberts Haus rüber. Und ich werde mir auch mal schnell hier einen Kürbiskuchen schmecken lassen. Wunderbar. Und weiter geht's. Ging doch jetzt schon mal relativ flott. Wollte ich jetzt auch nicht lange mit aufhalten, hier den Weg zurück. Deswegen dachte ich in so einer kleinen Speedrunde zurück und dann ist die Sache gegessen. Und wir haben das hier wenigstens mit dieser Hauptquest abgeschlossen. Denn das ist jetzt so gesehen der Abschluss, dass wir Nilfen und Feuerfurt gerettet haben und die, ja wie gesagt, die Herzen so gesehen in, wie sagt man, in Sicherheit gebracht haben. So könnte man es sagen. Jo. Und wir haben den Schutzzauber über Feuerfurt aktiviert. Da kann nichts mehr durchkommen. Die Kultisten kommen da auch nicht mehr durch. Und damit ist Feuerfurt auch gerettet. Ja, das ist so gesehen die Mainquest und die ist jetzt schon mal beendet. Jetzt können wir machen, was wir wollen. Es gibt vielleicht hier noch Nebenquests und dies und das. Wenn wir später mal drauf eingehen, werde ich dann noch mal gucken, wo man hier und da noch was machen könnte. So, wir werden jetzt erst einmal, zurück. Leichteste. Wow, das war jetzt gefährlich. Ich habe jetzt gerade nicht aufgepasst. Ich bin einfach nur gerade ausgelaufen. Das Wichtigste ist getan, genau. Das Sinnvollste wäre jetzt hier zurück zum Wegeschrein zu laufen und halt mich zurück zu porten, denn wenn ich den ganzen Weg zurücklaufen würde, wäre ich ja selber ein bisschen dumm. Das wäre auch viel zu weit und würde viel zu viel Zeit kosten, sage ich jetzt mal. Und deswegen nutzen wir doch den guten Weg hier und werden uns mal schnell zurück nach Nilfen porten über die Wegeschreine. Wenn das Ganze schon angeboten wird, solle man es ja auch nutzen. Dafür ist es ja nun auch mal da.
So, jetzt ist nur noch die Frage, komme ich hier hinauf oder nicht? Finde ich hier irgendwo eine kleine Nische? Ja, doch. Sieht ja ganz gut aus. Yep. Hier das Bürgermeisterhaus. Haus vom Bürgermeister, rosarote Villa. Ja, die weiß ich weiß gar nicht mehr, wie die Einrichtung dort ist. Könnte man auch mal reinschauen, aber nicht heute. Den gucken wir uns dann auch mal an. Und jetzt wollen wir zurück nach Verräterischen Wald nicht. Teleport zum Verräterischen Wegeschrein. Genau, das ist der richtige. So, jetzt sind wir hier an der Dungeon. Baut sich gerade noch ein bisschen auf. Okay. Und dann möchte ich einmal Nilfener Wegeschrein. Flups. Und schon sind wir vor der Monsterfarm. So schnell kann das gehen. Und wir werden jetzt einmal Richtung zu Hause gehen. Und werden gucken, dass wir ein klein wenig aufräumen. Und so weiter und so fort. Aber auf einem Weg könnte ich eigentlich noch so ein paar Kleinigkeiten verkaufen. Das nehme ich doch gerne immer mit dem Händler hier. So. Alles leicht und fluppig. Da haben wir nur 3 Stück. Okay. Dann verkaufen wir auf jeden Fall die hier. Die sind natürlich immer gut. Halt. So, alle einmal. Ja, fast wieder ein Stack zusammen hier. Und genau. Die möchte ich auch verkaufen. Und jetzt haben wir einen guten Stack. Alles klar, das ist schon mal wunderschön. So können wir es lassen. Z-Teil, okay. So, dann wollen wir mal Richtung Haus gehen, gucken. Gehen wir gleich hier direkt unten drunter durch die Unterführung. Ist der schnellste Weg. Und ab durch den Keller. So, schon sind wir da. So schnell kann das gehen. Ja, so, was möchte ich denn jetzt mal erst einmal ankommen, würde ich sagen, und ein wenig Fleisch braten. Nahrung, da können wir auch die Eier lagern und die Karotten, da werden bestimmt, denke ich, noch etliche dazukommen irgendwann. Hier haben wir noch verrottetes Fleisch, das kann ich auch noch mal verkaufen, vielleicht beim nächsten Mal. Das ist nämlich hier nicht so wichtig. Was können wir noch? Können wir noch irgendwas in den Ofen schieben, was wir jetzt nicht so unbedingt... eigentlich nicht, würde ich jetzt mal behaupten. Erz kann hier, das Stück Eisen kann hier mit rein. Lasst mich mal überlegen. Gucken wir mal hier in die Smaragdtruhe. Okay, das sieht gut aus. Ja. Was könnte man denn noch? Hier habe ich mir mal vorgestellt irgendwie, dass man hier einen schönen großen Fernseher hinbaut, so aus schwarzer Wolle vielleicht. Und hier mit so Sitzecke. Das wäre das Einzige, was mir jetzt einfallen würde hier in diesem Raum. Oben könnte man auch schon mal hier so Durchgangsdingens hinbauen. Habe ich da noch ein bisschen Holz? Direkt mal gucken. Holz habe ich immer, das ist schön. Und von denen habe ich auch. Können wir mal welche mitnehmen. Und ich muss noch mal kurz ein bisschen aufräumen. Werkzeuge, Rüstung und so weiter und so fort. Da tue ich jetzt das Teil hinein mit. Und die beiden Bögen, kann man die nicht so auf eins reparieren? Wenn man die zusammentut. Jo. Das ist doch schon mal richtig schön hier, das gefällt mir. Können wir hier mit hin, wenn wir da mehr finden, wird es auf jeden Fall repariert und man kann es dann irgendwann nutzen. Okay, wo habe ich Pfeile gelagert? Pfeile sind auch nochmal wichtig. Hier rein, Augen hier rein, Knochen hier rein. Ich weiß gar nicht, wo ich Knochen verkaufen kann. Wenn ich das finde, wäre ich schon sehr dankbar. Hier ist ja ein Krimskrams hier drinne, was man so im Alltag nicht unbedingt braucht. Jo, dann gucken wir mal. Könnte man den doch noch mal hier ein bisschen Holz hier. Machen wir es mal so.
So, jede Menge. Schön. Alles ein bisschen sortiert und organisiert. Jo, so. Hier schauen wir mal zwei vor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hier noch einen hin. Dann das Ganze. Immer noch 4. Okay. Das Ganze auch noch mal hoch. Ich gucken, wie weit, wo ich den ersten hier hinpacke, ob sich das schon beißt oder nicht. Wenn ich das hier hinpacke oder noch ein bisschen weiter hinten. Ups. Aber ich überlege gerade, so ein Durchgang hier für die Toilette. Ich weiß nicht so genau, ob das das Richtige ist. Ich glaube eher nicht so ein Durchgang. Wir schließen den wohl doch lieber ganz. Dann würde ich sagen, wir bauen hier doch ganz zu. Und werden hier Türen reinbauen. Dann brauche ich natürlich auch wieder da oben noch zwei halbe Blöcke. Und die hole ich mir auch noch mal eben so hier mit rein. Jo, das sind mal die beiden halben Blöcke da rein. Und was habe ich noch vergessen? Natürlich habe ich jetzt noch die Türen vergessen. Die müssen ja natürlich auch noch rein. So, noch ein bisschen mehr Licht hier. Türen setzen wir auch noch rein. Da habe ich sogar noch welche. Ups, und runter. Die müssten auch mit in der Blockkiste. Ne, in der Blockkiste waren sie nicht. Wo habe ich die Türen gelassen? Habe ich die schon verbaut oder? Ja, alles klar. Ich habe sie im Inventar. Ich habe sie nur übersehen. Okay. So wie dazu. Ich glaube, ich muss mir doch bald eine Brille besorgen. Wäre vielleicht das Sinnvollste. So. Sieht das schon ganz gut aus. Da ist es hier getrennter Raum. Können wir hier vielleicht noch ein Schild dran machen, WC oder sowas, und dann wird hier irgendwie noch WC eingebaut und vielleicht noch ein paar hübsche Bilder. Ich weiß ja nicht, was man so in der Toilette alles stehen und liegen hat, vielleicht irgendwie Waschbecken oder sonstiges, aber dafür brauche ich ja auch erstmal all die ganzen Sachen zum Craften. Wie gesagt, noch ist alles leer, irgendwann wird es mal eingeräumt, denke ich mal, jo. Hier Schlafzimmer, Bett kann man sich eigentlich, glaube ich, schon craften. Vielleicht am besten ein Doppelbett. Ein Bett wäre gar nicht mal so schlecht. Haben wir Wolle, weiße Wolle. Wolle haben wir nicht gerade viel. Müssen wir nächstes Mal auf Wolle suchen gehen. Dann können wir schon mal ein bisschen, wenigstens ein Bett irgendwie in die Bude stellen. Sonst würde es sonst ein bisschen, ich weiß nicht, das ist dann nicht so toll. Ohne Bett. Joa. Können wir nicht hier auf dem Boden schlafen. Kann ja auch nicht unbedingt sein. Okay, räumen wir noch kurz ein bisschen auf hier. Das Holz. Hier noch mit drauf. So. Was wir brauchen, dann nehmen wir es direkt raus, würde ich sagen. Hier noch ein bisschen Eichenholz können wir dabei lassen hier. Und dann sieht das doch das Ganze schon wunderbar aus hier. Alles wieder ein bisschen fresh. Joa. Dann würde ich sagen, würde ich hier erst einmal stehen bleiben an dieser Stelle. Wir haben einiges erreicht. Wir haben die Main Quest abgeschlossen und können hier jetzt komplett machen, was wir wollen. Und vielleicht nochmal eine Nebenquest suchen und auf jeden Fall die ganzen Errungenschaften noch beenden. Ja, das wäre auf jeden Fall so mein Ziel. Und später dann in die Neta-Welt. Jo, alles klar. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir das Ganze hier. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und macht's erst einmal wieder gut und schaltet beim nächsten Mal wieder mit ein.